Woo, let's go! Erstes Game und erster Kill wieder. Let's go! Ich weiß nicht, ob das Quad on Screen war, aber das war ein richtig guter Start ins Video. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Black Ops 4 Video, weil ich glaube, die Beta ist zurzeit geschlossen, weil ich habe auch die letzten Tage nicht gespielt. Aus dem einfachen Grund, weil mir die Lust vergangen ist, Leute, weil das Spiel hatte einige Macken, weil ich habe seit dem Map-Update, wo die Map halt dann wieder zugefügt wurde, kein Modern Warfare Video mehr hochgeladen. Ja, weil es gibt so einige Marken im Spiel, aber auch gute Seiten natürlich. Natürlich ist das Spiel jetzt nicht schlecht. Weil, wie ich gesagt habe, es ist eine 8 von 10 und... Absolut kein Aim gerade. Absolut kein Aim. Let's go! Ich soll erst mal meine Streaks einsetzen, bevor ich überhaupt irgendwas anfange. Also ich habe auch schon eine Weile nicht mehr BO4 gezockt. Aber auf jeden Fall, Leute, gäbe es so einige Dinge, die ich am Modern Warfare nicht mochte und deshalb auch den letzten Metatag nicht recorded habe, beziehungsweise nicht mehr gespielt habe. Oh. 60. Oh, kein 260, aber trotzdem. Auf jeden Fall, Leute, gibt es so einige Dinge, die nicht so richtig nice sind, und habe ich mir auch ein paar rausgesucht, die ich euch jetzt einigermaßen erklären werde. Und zwar natürlich war ja das vor dem Map-Update, dass die Map nicht sichtbar war. Das ist ein bisschen eine Macke gewesen, beziehungsweise dass auch die Map rund ist und nicht viereckig, weshalb man auch nicht wirklich so einen großen Sichtbarkeitsbereich hat. Ja, das war halt das Madige, weil ohne der Map war man richtig aufgeschmissen, besonders als Sniper. Das ist schon ein bisschen echt. Oh. Ja, den hat den, Moskau. So, ja, aber auf jeden Fall war das der eine Grund, warum die Maps halt so eine Sache waren. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, kann ich sagen. Also, für mich ist das schon sehr, sehr important. Also, ohne eine Map würde ich in dem Game nicht spielen, weil es wäre, als würde ich Hardcore spielen, und es ist so eine Sache. Weil es gibt Hardcore-Liebhaber, natürlich zocken gerne Leute, gibt es bestimmt dann auch bei Release den Hardcore-Modus, aber... An sich für mich ist es nichts, und ja, ich spiele lieber gerne mit Minimap, was ich auch gut finde, was sie jetzt reingetan haben. Also Hut ab, sage ich nur, dass sie uns mal angehört haben. Also das ist schon richtig gut gemacht von denen, weshalb sich auch ein paar Leute, glaube ich, mehr das Spiel kaufen werden. Also da haben sie ein paar Leute wieder auf die gute Seite gebracht der Welt. Erde genommen. Aber auf jeden Fall, Leute, ist die Map nur eine Sache von vielen, die mich an dem Spiel, ich sag mal, nerven, beziehungsweise die mir nicht so gut gefallen haben. Dass sie jetzt das geklärt haben, ist es natürlich jetzt gut. Und, Moment, hab so viele Gegner, okay. Auf jeden Fall ist es dann gut jetzt, dass sie das mit der Map hinbekommen haben. Aber des Weiteren finde ich auch, was andere Klassen angeht, beziehungsweise die Pumps sind jetzt so eine Sache, die ich auch wichtig finde anzusprechen. Natürlich gab es bei der Beta, glaube ich, 2, 3 Pumps oder so, die man spielen konnte. Aber bei einer Pump, Leute, die war ein bisschen unlogisch. Und zwar war die auf Weitschuss manchmal richtig gut, manchmal aber auch absolut pur Hitmarker und pur unlogisch, wenn man sie auf Nahkampf gespielt hat. Weil da triffst du manchmal Shots von 10 Kilometer Entfernung und die connecten dann One-Shot. Aber manche Shots sind auch von 1 Meter Distanz und du hitmarkst die. Was ich ein bisschen ungenau finde, und das, finde ich, können sie noch ein bisschen besser machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie das mit der Pump hinbekommen, dass es auch ein bisschen mehr, ich sag mal, connected. Liegt jetzt nicht an unserer Connection, sondern mehr an der Waffen-Connection. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass sie das hinbekommen, dass es von der Distanz logischer ist, wenn man da eher hitmarkt, und auf Nahkampf, dass man da eher nicht hitmarkt und One-Shot macht. Wisst ihr, wie ich meine? Aber auf jeden Fall, Leute, es ist nur eine Sache von vielen Sachen, die mich auch nerven bei den Pumps. Also ich bin eher der Sniper-Spieler und benutze eigentlich die Pump nur gerade als Secondary, weil die Deagle ist natürlich gut, da sage ich jetzt nichts, aber trotzdem, glaube ich, spiele ich die Pump eher lieber. Sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall, Leute, gibt es natürlich auch ein großes, großes Missgeschick, was mich richtig hat. Ich sag jetzt nicht nervt oder langweilt, aber es beeinträchtigt schon die Sniper-Welt, sage ich mal so, weil das Anvisieren mit der Sniper, die nur in der Beta frei war, das war ja die AX50, glaube ich, hieß die Sniper, das war die einzigste, die frei war. Da konnte man noch nicht wirklich viel ausprobieren, und ja, was diese Sniper angeht, dass sie schon langsam als die Paladin ist, ist ein Weltrekord. Hat es aussehen in einer MSR, was ich cool finde, also Hut ab, sage ich schon mal da, dass sie sowas wegbringen, aber auf jeden Fall ist sie ein bisschen zu langsam beim Reinvisieren und das Nachladen während dem nächsten Schuss, dann ihr schießt, müsst nachladen, währenddessen hat der Gegner schon 4 Burst geballert mit der Farmers, also da könnt ihr schon richtig fetten Unterschied sehen, was ein bisschen benachteiligt ist für die Sniper. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass sie das mit der Sniper ein bisschen verbessern, weil es ist ein bisschen, ja, es nimmt ein bisschen den Spielspaß, wenn man ein bisschen langsam ist als der Gegner, weil man weiß genau, dass die Tryharder viel mehr treffen können und alles in der Zeit, und ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass sie es einfach nur verbessern können, weil das Anvisieren ist schon richtig wichtige Sache, weil in Black Ops 4 ist es ja mehr so Pushen, Rushen, also man spielt hier aggressiv, wisst ihr? So viel zu dem, einfach mal ein Triple Out of the Normal, wie ein AKO.
Aber auf jeden Fall, ich bin gerade absolut aus dem Konzept gekommen hier in Triple. Hol den vierten weg, komm hier hinter. Hol den fünften weg. Mach einen Warnschuss. Und absolut geschielt. Aber auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass sie das mit den Snipers ein bisschen mal hinbekommen, dass man schneller reloaden kann und ein bisschen schneller anvisieren kann. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es vielleicht mit den anderen Snipers dann besser ist bei Release. Weil wir konnten ja nur den Einblick jetzt von einer Sniper sehen, also finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie es ein bisschen verbessern, weil sonst gibt es kaum Sniper in Modern Warfare und das ist auch ein bisschen schlecht für das Spiel, weil ihr wisst ja, Leute, es gibt ja so Leute, beziehungsweise so Sniper, YouTuber wie FaZe, Spread und sowas, die halt richtig viel Aufruf bekommen, wie Testy auch jetzt zum Beispiel. Die kriegen halt immer 100.000, 200.000 Aufrufe, 300.000, ich weiß auch nicht wie viel immer. Auf jeden Fall ist es schon eine richtig große Sniper-Community, die die verfolgen und naja, wenn da kaum Sniper noch übrig sind, das wäre halt schon so eine Sache, wisst ihr, weil dann sagt FaZe, ah, Snipen ist doch nicht so geil in Modern Warfare irgendwann und man kann nicht so viele geile Killfeeds hitten und sowas. Die Feeds sind eher langsam und nicht so BO4-mäßig, also ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Das Gameplay ist eher langweilig, sag ich mal, beziehungsweise ein bisschen zu slow. Also Leute, im Großen und Ganzen zusammengefasst, ist es einfach nur sehr wichtig, dass die Snipers ein bisschen schneller machen, beziehungsweise dass man ein bisschen schneller anvisieren kann und ein bisschen schneller reloaden kann, was jetzt die AX50 angeht. Ich weiß dann, dass sie ein bisschen mehr OP wird, aber Leute, es gibt dann sonst keine Sniper mehr, wenn Infinity Ward so weitermacht. Also Leute, im Großen und Ganzen zusammengefasst, ist es einfach nur wichtig, dass die Snipers ein bisschen schneller machen. Und absoluten Triple, Quadfeed. Wie war das? Kein Colette. Quadfeed habe ich trotzdem, aber wie war das? Kein Colette. Das war eigentlich absolut... Ich habe gerade zwei Clips in einem Game gehittet, während ein Commentary. Was geht hier gerade ab? Okay. Aber auf jeden Fall, nach diesem Multi, was wollte ich gerade sagen? Ja, das ist einfach nur wichtig, dass sie die Servers ein bisschen schneller machen, weil ihr seht ja, das BO4-Gameplay ist ein bisschen mehr aggressiv spielen und ein bisschen mehr rushen und so, hab ich gesehen. Und ja, Modern Warfare ist ein bisschen slow, was das angeht. Weil wisst ihr, in der Zeit, wo man einen Snipe hitten kann, kann ein Typ mit einer Farmers 3 Burst abgeben. Das ist, man sieht den Unterschied einfach schon in der Beta, das konnte man richtig mitbekommen. Des Weiteren, Leute, was ich noch ansprechen wollte, wäre ja eigentlich die Spawn-Animation, beziehungsweise das Raus- und Reinzoomen, wenn man gestorben ist, weil jedes Mal kommt so eine unnötige 3-2 Sekunden-Animation, die zieht einfach so viel Zeit und die ist einfach unnötig. Das wäre, als würde man Capture the Flag spielen oder so, absolut gerade viel Gegner. Ah, der Multi war so easy, aber ihr wisst ja, die Paladin ist langsam und ich habe keine Locus. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so eine Sache wegen der Spawn-Animation, dass sie das einfach raushauen würden. Viel verlangt ist es nicht, das können sie easy fixen, weil in der Beta konnte man einfach Dinge und Feedback zurückgeben dann und die halt, die können es dann halt auch bis Release verbessern, sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall, Leute, was auch noch sehr wichtig ist, was ich ansprechen will, ist zwar die Spawn Protection in Modern Warfare und zwar bist du vielleicht 2 Sekunden geschützt und es reicht nicht mal aus der Zeit, um ins Haus zu laufen. Okay. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass sie das auch verbessern und ich hoffe, der redet nicht nochmal, Leute, ich muss ihn kurz muten. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn sie das verbessern, dann bin ich absolut glücklich, weil nicht nur das eine mit dem Spot, mit der Spawn Protection ist ein Problem, sondern auch das mit dem Chopper, wenn man auf die schießt. Und zwar sind nicht alle Maps jetzt richtig gut gewesen in der Beta, weil die meisten waren ja Hostkampf-basiert, beziehungsweise 2 oder 3. Zum Beispiel diese Höhlen-Map oder auch, ja, es gibt bestimmt diese andere Map, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Auf jeden Fall ist da eine Menge Hostkampf gemacht. Wie lautet der Auftrag? Aber auf jeden Fall ist da eine Menge Hauskampf geboten und da hat man halt wirklich nicht wirklich die Chance, Kills zu reißen mit dem Chopper. Deswegen sind ja Luftstreaks auf der einen oder anderen Map ein bisschen, ja, nicht gut geeignet. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie in Modern Warfare ein bisschen bessere Sachen machen, beziehungsweise ein bisschen bessere Maps, wo ein bisschen offener sind, weil dann bringen auch die Streaks ein bisschen mehr, weil die meisten ja einfach nur Ding sind. Luftstreaks. Also ich habe mich ja eher gerade mehr auf die Snipers konzentriert und auf die Pump auch ein bisschen, aber natürlich kann ich auch ein bisschen was zu den ARs sagen. Ich habe sogar keine gerade und er gibt mir gleich. Oh, Ehren-Teammate, danke. Auf jeden Fall finde ich die ARs richtig gut gemacht, beziehungsweise auch die MPs, weil die MPs sind alle Remakes eigentlich von Modern Warfare 3. Also das finde ich gut gemacht, weil jede Lieblings-MP ist eigentlich drin, sogar von Black Ops 2, die MP7, ich glaube, die war auch in Modern Warfare 3 drin. Was richtig cool ist, die spielen eine Menge Leute, die sieht ein bisschen anders aus, wenn man sie selbst benutzt, aber absolut getroffen, ja, Mann. Auf jeden Fall richtig gut gemacht, finde ich, dass sie sowas reingeballert haben, was auch die Farmers angeht und die Scar. Schade, dass man die nicht wirklich ganz spielen konnte in der Beta jetzt, weil die Scar ist ja eher 40 frei, und ich glaube, ich weiß auch nicht, wie 30, 40.
Auf jeden Fall wird es bei Release richtig krass gesweatet, weil ich weiß, es sind eine Menge Leute, die Scar spielen, weil es ist eine Lieblingswaffe in fast jedem Game gewesen, beziehungsweise in Modern Warfare 3. Also auf jeden Fall finde ich es richtig gut gemacht, was die Waffenklassen angeht. Das ist eigentlich jede Sache dabei, die man benutzt. Weil hier ist die Locust Cannon, warte, einen Moment. Schaut ihr, wo ich hin, ey. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hingehend habe. Auf jeden Fall richtig gut gemachte Klassen. Und ja, ich hoffe bei Release, vielleicht bringen sie die ein oder andere noch dazu, weil Sniper-Klassen gab es ja bisher jetzt nur 3 Stück, es gibt nur 3 Snipers und wir hatten ja von nur eine, ja mehr oder weniger eine kurze Ansicht von der Beta, die man spielen konnte. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie noch welche dazu ballern, weil die Dragunov ist eher so eine SDM-Waffe von BO4 jetzt oder auch die andere Waffe, ich glaube die ist von Black Ops 1, kann sein, nee, nicht von Black Ops 1, sondern woher die ist, aber falls es eine neue Sniper ist, hoffe ich, dass sie so ist wie die Locus ungefähr, wie in BO4. Sind jetzt zwar nicht dieselben Ersteller, also nicht dieselben Macher, weil Triage schon den Phoenix Wars was ganz anderes. Ich den Muskop nicht. Muskop. Junge. Besiegt. Es wird ein Multi. Tot. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie die Klassen genauso lassen, beziehungsweise noch eine oder andere Waffe reinhauen, was ich jetzt für die Snipers erhoffe. Aber alles in allem ist es ein sehr gutes COD, finde ich. Hab zurzeit noch nicht wirklich viele Chancen gegeben, weil es ein bisschen Abfuck-Lobbys sind, wenn man Sniper spielt. Wenn man Triad ist es was ganz anderes, weil es macht auch schon viel mehr Spaß, glaube über mir. Warte, ich muss gucken. Was ich. Was lustig ist, nach dem Modern Warfare, nach der Modern Warfare Beta jetzt, sind die Lobbys so brutal einfach geworden. Weil das ist jetzt mein zweites Game, glaube ich, und ich muss schon sagen, keine Ahnung warum, aber irgendwie ist alles easier. Absolut alles passiert. Absolut gerade kassiert. Okay, ja. Es gibt noch die ein oder anderen Sweater oder so, aber wirklich ein Problem sind jetzt auch nicht, um Clips zu hätten. Also BO4 Sniper ist auf jeden Fall leichter geworden, weil ich glaube, die anderen haben alle keinen Bock mehr auf BO4 und deshalb zocken sie irgendwas anderes. Des Weiteren, was die Maps angeht, hat mir auch nicht so wirklich einen großen Einblick. Aber bisher sind die Maps ganz okay. Es ist eine Menge Hauskampf basiert, muss ich sagen. Also es gibt keine Map, wo nicht nur Hackglitches sind. Also so viele Hackglitches habe ich noch nie auf einer COD-Map gesehen. Boah. Ruin wurde kaltgestellt. Einer weniger. Drohne bereit. Erwischt. Feindliche Drohne über uns. Schatzschütze, Feuer. Oh mein Gott! Ich hab grad im Kopf gedacht, ich no-scope den. Oh mein Gott, war das epic. Nochmal. Okay, ist ja auch zu krass. Feind am Boden. Oh mein Gott! Ich habe mir gerade seine Ehre genommen. Ja, auf jeden Fall, wo ich gerade war. Ich glaube, ich war gerade bei den Hackglitches, richtig? Es gibt eine Menge Hackglitches, deswegen gibt es auch eine Menge Pre-Aimer in dem Game. Also falls euch das Game Mode, könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass eine Menge Leute Pre-Aimer oder beziehungsweise campen auch. Es gibt jetzt eine Menge Camper auch wieder. Und diesen Clip müssen wir uns echt kurz anschauen, Alter. Sorry, dass ich gerade gestartet habe, aber ich kann echt gerade nicht fassen, was gerade passiert ist. Weil ich habe so im Kopf gedacht, so, ja, ich losguck den und bam, ich habe ihn echt genusguckt. Da hinten mag ich ihn. Boxer musste nicht sein, aber ich habe ihm einen Warnschuss gegeben. Und dann hier, bam. Oh mein Gott, Digga, der Flickshot. Oh mein Gott, Leute. Also dafür, Leute, Abo da lassen und auch ein Like. Aber mehr eher das Abo, Leute. Also, falls ihr noch nicht auf den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos verpassen wollt, immer gerne ein Abo da lassen. Also, ist kostenlos. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Was aber auch noch sehr wichtig ist, was ich noch sehr wichtig andeuten will, das ist, 95% der Aufsätze mindestens einen Nachteil haben für einen anderen Aufsatz bzw. auf einen Stat einer anderen Fähigkeit bzw. auf einen anderen Aufsatz. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine ungefähr. Also egal welchen Aufsatz ihr nehmt, es tut mindestens einen Nachteil machen auf eurer Waffe. Das ist so eine Sache. Es gibt vielleicht 95%, wie ich gerade gesagt habe, die alles verschlechtern und 5% Aufsätze gibt es, die gar keinen Nachteil haben. Sowas wie schnell boxen oder sowas, gibt es irgendwie so auf ein paar Snipers oder so, da gibt es ja halt gar keinen Nachteil dafür, du kannst ja schneller boxen oder so. Aber an sich sind über 95% der Aufsätze so eine Sache, die mindestens eine oder andere Sache oder ein oder zwei Sachen sogar verschlechtern auf einer Waffe. Was ich ein bisschen schade finde, weil auf den Snipers ist eine Menge Priorität dafür gelegt, Nachteile auf die Zielgeschwindigkeit zu machen oder auch die ja, das Nachladetempo oder was weiß ich was, alles noch, aber auf jeden Fall Snipers wird hier schon eine Menge benachteiligt im Modern Warfare, was ich ein bisschen schade finde. Aber Leute, nicht nur alles ist schlecht, sondern es gibt natürlich auch gute Sachen bei den Aufsätzen, weil eine Menge Aufsätze sind dafür gemacht,
schnell anzuvisieren, beziehungsweise haben auch richtig krasse Fähigkeiten. Also, dass sie Fähigkeiten gebracht haben in diesen Call of Duty ist eine ganz neue Sache. Dass man hier schneller nachladen kann oder dass mehr Vollmantel ist. Also ich weiß auch nicht, das sind jetzt wirklich keine Aufsätze, das sind halt Fähigkeiten, die als Aufsätze eigentlich dienen. Also es gibt ja 5 Montierungen, man kann bis zu 5 Aufsätze machen. Muss sie multiple zitten und absolut kassiert. Leute, ich glaube, ich spiele kurz die Outlaw, weil ich habe die schon echt lange nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt 3 Tage kein BO4 gezockt oder 5 oder 2 Wochen. Die ist tot. Auf jeden Fall, Leute, finde ich gut, dass sie die Aufsätze draufgeballert haben. Und ja, dass man 5 Sachen machen kann, ohne extra 1 oder 2 oder sowas, wie in BO4, finde ich richtig gut gemacht. Wie hole ich ihn noch? Auf jeden Fall, Leute, im Großen und Ganzen ist Modern Warfare ein richtig gutes COD. Und ich würde sagen, wir müssen dem alle eine Chance geben. Also bis zum Release können sie noch eine Menge verbessern, beziehungsweise updaten oder hinzufügen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. So kleine Dinge kann man natürlich immer verändern, so wie sie auch mit der Map gemacht haben. Das haben sie gleich nach 24 Stunden verändert. Was ich richtig cool finde, also wir sehen, dass man wirklich auf die ganze Community hört, beziehungsweise die COD-Community. Auf jeden Fall, Leute, habe ich es mir ja schon eh vorbestellt und ich habe eh keine Wahl mehr, als es zu spielen. Und ich weiß auch nicht, bis dann, glaube ich, zocke ich echt noch BO4, weil so schlimm ist BO4 jetzt auch gerade nicht. Weil die Lobbys haben sich auch ein bisschen verändert, merkt man. Die Leute sind nicht mehr wirklich so sweaty wie vorher. Weil ich finde, Leute, Infinity Ward hat daran wirklich gut gearbeitet und das Feeling ist auch satisfying, wenn man einen Kill macht oder so. Also finde ich richtig gut gemacht. Ist ein bisschen MW3-Feeling, finde ich. Außer, dass halt diese Punktanzahl nicht aufploppt, wenn man den Gegner gekillt hat. So, Leute, und ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt einen Cut. Und zwar habe ich ein gutes, beziehungsweise auch schlechtes Feedback gegeben über Modern Warfare, beziehungsweise wie ich es eigentlich finde. Also, ich muss sagen, wir können ihm wirklich eine Chance geben, weil neues COD mit einem neuen System, finde ich. Also, ist natürlich was ganz Neues. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gönnen uns wirklich hier dieses Spiel, wenn ich sagen darf. Also, man muss dem wirklich eine Chance geben. Den hole ich noch, okay. So, auf jeden Fall, falls ihr noch keine Highlights von unseren Gameplays gesehen habt von Modern Warfare, gibt es hier eine Menge online, aber natürlich könnt ihr auch von mir welche anschauen. Und zwar ist natürlich alles verlinkt in der ersten Beschreibung ganz unten. Oder beziehungsweise im ersten Link in der ersten Beschreibung. Ja, ich glaube, so rum ist richtig. Auf jeden Fall, gönnt euch natürlich hier alles, was ich zu bieten habe. Meine ganzen Highlights, mein ganzes Gameplays. Also, was alles Modern Warfare jetzt betrifft. Und ja, mein nächstes Video wird wahrscheinlich dann Black Ops 3, weil ich habe zurzeit auch richtig Bock, WoW 3 hochzuladen, weil da Haptic so eine Ansage gemacht hat und ich dachte mir so, ja, warum nicht, Leute? Also wenn es euch gefallen würde, gerne lade ich BO3 hoch und ja, bis dann würde ich auch mal sagen, peace out, haut rein, euer Tab. We wanna ball and get lost. It's something that she like to do. We wanna ball.